Wir werden uns jetzt anschauen, wie man bei einem Garmin Forerunner 305 den virtuellen Partner aktiviert. Ziemlich gut beim Training und im Wettkampf, dass man weiß, ist man in seiner vorgegebenen Zielzeit und wie läuft das Rennen. Also, es gibt hier normalerweise bei dem, ich habe jetzt das Licht mal eingeschaltet bei der Uhr, drei verschiedene Felder zur Anzeige von verschiedenen Daten. Hier ist die erste Seite. Ich drücke da mal weiter nach unten. Das ist die zweite Seite. Das ist die dritte Seite. Da sieht man jetzt, wir haben 12:05 Uhr. Und hier habe ich noch Sonnenaufgang und Untergang mit dabei. Und wenn ich jetzt weiter nach unten schalte, hier mit dem Pfeil, dann komme ich wieder zu der anderen Seite. Also so kann ich diese drei Seiten hier durchschalten. Das spielt später gleich noch eine Rolle. Jetzt wähle ich den virtuellen Partner. Dazu gehe ich hier unten links auf Mode, so lange, bis hier das Menü erscheint und dann gehe ich auf Training. Bei Training drücke ich Enter. Dann gehe ich nochmal einen nach unten auf Trainings, wähle dann Trainings und habe dann hier drei Möglichkeiten. Dort wähle ich Ausdauertraining, also den ersten Punkt, drücke Enter. Und gehe jetzt nach unten auf den dritten Eintrag Distanz und Pace, weil ich möchte zu einer vorgegebenen Distanz, in die vorgegebene Distanz möchte ich in einer bestimmten Geschwindigkeit laufen. So, wähle ich den dritten Punkt und gehe jetzt hier auf Enter. Und da sehe ich noch die Einstellung vom letzten Lauf. Das sind jetzt hier 10 Kilometer, Pace 6 Minuten pro Kilometer und dazu würde ich eine Stunde brauchen. So, jetzt will ich das verändern. Jetzt will ich zum Beispiel im nächsten Lauf 12 Kilometer laufen. Ich kann ja auch hier mit den Pfeiltasten nach unten die Sachen dann auswählen. So, jetzt drücke ich Enter, um hier die Distanz zu ändern auf 12 Kilometer. Ich drücke Enter. Man sieht, jetzt kommt ein Menü, wo hier vorgefertigte Daten einzugeben sind. 10 Kilometer, 10 Meilen, ein Halbmarathon, ein Marathon ist zum Beispiel schon vorgesehen. Ich will jetzt aber auf 12, also muss ich hier unten dann auf Eigene gehen. So, eigene. Jetzt drücke ich Enter und komme dann hier links, bekomme ich dann eine Spalte, wo ich dann die Ziffern eingeben kann für dieses Feld hier. Die 1 ist schon mal korrekt, also gehe ich hier unten auf den Pfeil, einen nach rechts, gehe dann einen nach rechts in der Anzeige und jetzt muss da, wo die 0 steht, muss jetzt die 2 eingegeben werden. Ich gehe jetzt also, ups, sorry. Ich bin jetzt einen zu weit gesprungen, also ich springe nochmal einen zurück. So, jetzt bin ich wieder mit dem Cursor auf der 0 von der 10. Jetzt gehe ich mit dem Pfeil wieder nach unten, dass ich die 2 eingeben kann. Na, noch einmal drücken, so die 2. Wenn ich jetzt Enter drücke, dann sieht man, dass hier die 12 ist. Damit habe ich die Eingabe schon abgeschlossen. Dann gehe ich wieder hoch mit der Pfeiltaste hier auf Weiter. Dann drücke ich Enter und habe damit die Eingabe abgeschlossen. Komme wieder zurück nach rechts in dieses Feld. Und jetzt drücke ich den Pfeil nach unten, um mir die Geschwindigkeit einzustellen, Pace. Dann drücke ich Enter und den nächsten Lauf möchte ich jetzt zum Beispiel etwas schneller laufen in 5:30. So, da muss ich die 6 ändern. Dann gehe ich also wieder hier nach unten, drücke Enter, komme mit dem Cursor nach rechts und jetzt muss ich hier die 5 eingeben. Also gehe ich nach unten mit der Pfeiltaste, bis in der Spalte links die 5 erscheint. Dann drücke ich Enter, der Cursor springt weiter. Ich will dann 30 haben, also gehe ich nach oben mit dem Pfeil bis zur 3, drücke Enter und habe jetzt die 5:30 eingegeben. Jetzt gehe ich mit dem Pfeil wieder nach oben hier in der Spalte links, bis dort das Weiter erscheint. So, da ist es weiter. Jetzt drücke ich Enter. Und jetzt rechnet die Uhr mir automatisch aus, für die 12 Kilometer in 5:30 brauche ich 1 Stunde und 6 Minuten. Das wird automatisch, das kann man ausgerechnet, das kann man hier nicht ändern, das Feld ist ja klar. So, jetzt gehe ich mit dem Pfeil nach unten auf das Weiterfeld, das springt direkt dahin. So, und wenn ich jetzt Enter drücke, dann startet die Uhr, also die Uhr startet nicht, aber die Uhr setzt sich quasi in den Modus für das Training mit dem Virtual Runner. Mit einem Virtual Partner. So, jetzt drücke ich Enter. Jetzt gibt es einen Bestätigungspieps. So, jetzt gibt es eine neue Anzeige hier. Das heißt jetzt 12 Kilometer. Hier wird die Restdistanz angezeigt. Und hier unten wird der durchschnittliche Pace, die durchschnittliche Geschwindigkeit in Minuten pro Kilometer angezeigt. Und wenn ich jetzt hier weiter blätter mit diesen Pfeiltasten die verschiedenen Seiten, dann komme ich
einmal hier weiter auf eine grafische Darstellung, wo bin ich und wo ist der Virtual Partner. Und hier unten wird der Vorsprung oder wie weit ich zurückliege zum Virtual Partner angezeigt. Das werden wir gleich sehen. So, und dann kann ich wieder weiterblättern mit den Pfeiltasten zu den anderen Anzeigen. Genau die hatte ich am Anfang des Videos gezeigt. Hier die eine Seite, die andere Seite mit der Uhrzeit und die Seite, wo ich mir vier Displays eingestellt habe. Also das sind die drei typischen Anzeigen. Und jetzt gibt es eben die zwei zusätzlichen Anzeigen. Einmal hier Restdistanz und durchschnittliche Geschwindigkeit. Die sind auch nicht veränderbar. Das Feld der Anzeige und bei der nächsten Seite dann eben hier eine grafische Darstellung und hier dann die interessante Angabe, liege ich vorne oder liege ich hinten. Also mit dieser Angabe hier kann man eigentlich sehen, bin ich gut im Soll oder muss ich ein bisschen mehr Gas geben, um mit dem Virtual Partner, der ja mit konstanter Geschwindigkeit durchläuft, loszulaufen. Wenn ich jetzt hier die Uhr starte, dann startet der Virtual Partner seinen Lauf und da ich jetzt hier ohne GPS in der Wohnung bin, wird also der Virtual Partner auf jeden Fall einen Vorsprung bekommen. Also ich starte mal die Uhr. So, da steht, laufen Sie für 12 Kilometer 5,30 Minuten pro Kilometer. Und da jetzt der Virtual Partner läuft und ich hier aber an der Kamera sitze, sieht man sehr gut, der Virtual Partner ist im Vorsprung und ich liege zurück und deswegen, weil ich zurückliege, wird das hier schwarz hinterlegt. Und man sieht, dass der Virtual Partner schon 60 Meter vorliegt. Ich sollte langsam mal loslaufen. Und die grafische Darstellung kann man auch ganz gut erkennen. Hier oben ist der Virtual Partner. Man sieht also, wie der vorne ist und hier unten in der Mitte des Displays bin ich. Jetzt hat er schon 100 Meter Vorsprung, der Virtual Partner. Wenn ich jetzt einen hochgehe, dann sehe ich, ich muss immer noch 12 Kilometer laufen und habe überhaupt keine Geschwindigkeit. Also hier würde eigentlich die Restdistanz ja angezeigt werden. Also ich gehe nochmal und kann nochmal zu den anderen Seiten, das wieder durchblättern. Da tut sich natürlich nichts hier. Ich habe keinen Pace, ich habe auch kein Pulsmesser an. Man sieht, dass ich schon eine Minute laufen sollte, beziehungsweise der Virtual Partner läuft eine Minute. Und dann gehe ich nochmal wieder weiter. Da ist nochmal die Minute angezeigt. So, und hier sieht man, dass der Virtual Partner bereits 200 Meter vor mir liegt. Man sieht es auch hier. Ich glaube, die Anzeige geht so bis 500 Meter oder einen Kilometer. So, andersrum beim Rennen wäre es natürlich viel schöner, wenn man etwas schneller läuft als seine Sollzeit. Dann kann man selber hier natürlich die Zahl ohne schwarze Hinterlegung sehen und sieht, wie weit man vorne ist. Und da haben wir entsprechend ein gutes Gefühl, wie liege ich denn überhaupt. Und nach Ablauf der eingestellten Distanz hier hört dann die Uhr auch auf zu zählen. Diese zwei Anzeigen verschwinden wieder. Man sollte also kurz vorm Ziel, wenn man wissen möchte, liege ich denn jetzt weiter vorne und wie weit liege ich vorne, sollte man nochmal kurz auf diese Anzeige gucken, weil diese Daten verschwinden und die werden auch nicht abgespeichert in der Uhr. Man kann auch hier eine Pause drücken. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel Pause drücke, dann hält die Stoppuhr an. Wenn ich jemanden treffe oder eine Trinkpause machen will oder irgendwas habe, wo ich jetzt eine Straße überqueren muss zum Beispiel, dann kann ich Pause drücken. Der Virtual Partner hört dann auch an, die Figuren bücken sich dann hier in der grafischen Darstellung und wenn ich dann wieder drücke, dann geht es wieder weiter, dann fangen wieder beide an zu rennen. Ich sollte eigentlich auch mal langsam losrennen, von daher schalte ich jetzt ab.